war nicht ganz ernst gemeint, sondern ein bisschen eine Frotzelei gegen den Begriff der Postdigitalität, der gerade umgeht. Und ja auch nicht behauptet, dass eine Periode, eine Phase der Digitalität jetzt zu Ende sei, wir in einem Jenseits des Digitalen sind, sondern ähnlich wie bei Postpunk, bei Postfeminismus, Postkolonialismus wird damit behauptet, zumindest wenn man Florian Kramer in seinem klugen Aufsatz folgt, dass es sich um eine neue Phase des jeweiligen Phänomens handelt. Natürlich, wenn man im Süden reist, wird man feststellen, dass es hier immer noch massive koloniale Verhältnisse gibt. Und genauso ist auch der Begriff Postnetzpolitik gemeint. Sie muss in eine neue Phase übergehen. Die wiederum ist von Sigmar Gabriel souffliert worden, der behauptet hat, Netzpolitik sei Gesellschaftspolitik geworden. Und in dem Sinne auch die Aufforderung an uns, an die netzpolitische Szene, nicht nur die klassischen netzpolitischen Themen im Auge zu behalten, also Datenschutz und Überwachung und Netzneutralität, sondern im Grunde genommen bräuchten wir ein Schattenkabinett, das alle Themen auf der politischen Agenda behandelt, interveniert in die Entscheidungs-, in die Gesetzgebungsprozesse aus der Perspektive des Internet, das, wie Gabriel völlig richtig, nur leider 45 Jahre zu spät erkannt hat, zu einer Gesellschaftspolitik geworden ist, auf alle gesellschaftlichen Aspekte auswirkt. Medientheoretisch beginnt Netzpolitik meines Erachtens 1969 mit dem Beginn des Internet, der ersten Verbindung. Nun wird man fragen, aber Moment, das sind doch nur Kabel gewesen, das hat doch mit Politik noch nichts zu tun. Und das ist genau die Idee, dass Kabel, Netzwerkarchitekturen, Protokolle immer auch ein Gesellschaftsmodell enthalten und es prägen. Von Marshall McLuhan wissen wir, wir schaffen Werkzeuge und dann schaffen Werkzeuge uns. Oder mit Larry Lessig gesprochen, Code is Law. Und in diesem Sinne hat sich Netzpolitik ganz früh bereits, zum Beispiel in der Organisation Chaos Computer Club, auf die Technik als Technik bezogen. Mit netzpolitik.org und anderen Organisationen ist das auch geöffnet worden in den politischen Diskurs. Also Netzpolitik hat hier eine Stimme im Chor der politischen Entscheidungsfindung, Meinungsbildung gewonnen. Und Netzpolitik, das Netz, die Architekturen sind gesetzesförmig geworden und Gesetze sind einfach nicht mal durch einen schnellen technischen Hack erledigt, sondern brauchen einen langen Atem. Netzpolitik.org ist 10 Jahre geworden, hat also bewiesen, dass diese Organisation, die Leute, die dahinter stehen, diesen langen Atem haben. Aber, wie gesagt, immer noch konzentriert auf die Kernthemen der Netzpolitik. Und was wir jetzt eigentlich bräuchten, wäre eine Gesellschaftspolitik.org, die eben das gesamte Spektrum der politischen Entscheidungen aus der Perspektive des Digitalen, aus der Perspektive des Internet reflektiert und dort interveniert. Auch die Abwehrreaktion ist hier natürlich schwierig, dadurch, dass man sich einfach völlig überwältigt fühlt. Es gibt Strategien, darauf zu antworten. Das ist zum einen die digitale Selbstverteidigung. Das wäre die Hacker-Strategie. Wir können das selber machen und wir müssen es selber machen, weil es macht ja niemand für uns. Die zweite Strategie ist tatsächlich die von Netzpolitik, also in den politischen Raum hinein intervenieren, Forderungen stellen, Gegenmodelle aufrichten, die ja sehr wohl auch in der Politik ankommen. Also die Forderung nach Transparenz und Partizipation in allen politischen Entscheidungsprozessen ist zumindest als Rhetorik ja angekommen, auch in der deutschen Politik. Wir haben ein Vorzeigebeispiel für einen offenen, partizipativen, transparenten Gesetzgebungsprozess gehabt in Brasilien, um den sogenannten Marco Civil, also einen Grundrechtekatalog fürs Internet, bei dem zunächst mal in einer offenen, gesellschaftsweiten Konsultation gefragt worden ist, was sind denn die Themen, die wir in diesem Grundrechtekatalog behandeln sollen. In einer zweiten Runde sind dann die ersten Entwürfe, die ersten Ideen für spezifischere Regelungen wiederum in einer
Konsultation der Gesellschaft vorgelegt worden. Es hat unendlich viele Veranstaltungen darum gegeben, also tatsächlich ein großer, breiter gesellschaftlicher Dialog. Anfang des Jahres ist dieser Gesetzentwurf verabschiedet worden und ich denke, hier ist auch in Deutschland viel von zu lernen. Ja, dieser Begriff der öffentlich-rechtlichen Grundversorgung steht in einem größeren Kontext der Daseinsvorsorge. Also der klassische Bereich der öffentlichen Hand, Versorgung mit Strom, Gas, Wasser, öffentlicher Verkehr, Bildung, Telekommunikation und eben auch einer Grundversorgung mit Informationen. Und diese Öffnung, die wir hier sehen, die auch beginnt langsam in der Politik und noch nicht so ganz in den Apparaten durchzusickern, ist die gleiche Bewegung, die wir auch bei Netzpolitik sehen, nämlich eine Öffnung, eine Ausweitung auf das Ganze und letztendlich die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, die vollständig nach einem neoliberalen Modell durchkapitalisiert worden ist, wo beispielsweise die Frage nach Datenschutz beantwortet wird, dadurch, dass wir als Eigentümer unserer persönlichen Daten behauptet werden und Systeme geschaffen werden, in denen wir die verkaufen können. Also sozusagen die Konsumentensouveränität wird zu einer Anbietersouveränität und wenn wir unsere Daten als handelbares Eigentum begreifen, dann können wir auch intervenieren, dann können wir auch bestimmte Dinge untersagen, wenn wir eben nicht dafür bezahlt werden. Das wäre das eine Modell. Das andere Modell wäre, wir sind eine gesellschaftliche Gemeinschaft, die Sorge trägt, dass wir alle, vor allen Dingen natürlich die Schwächsten in der Gesellschaft, ausreichend versorgt werden mit den Voraussetzungen für das Dasein, aber auch für die Partizipation am gesellschaftlichen Prozess. Und dann sind wir eben bei der Frage nach dem Großen und Ganzen und nach der Gesellschaft, in der wir leben wollen.